So, hallöche meine Freunde, damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Gold Rush The Game mit meiner Wenigkeit. Es geht weiter hier bei unseren zwei Waschmaschinen Experiment T2. Aus T2 macht T4, ja. Doppelt effizient und so. Allerdings möchte ich jetzt hier nochmal kurzerhand auf die Schnelle, weil ich es gesehen hatte. Achso, alles klar. Ja. Gut, also schon bagger die ganze Zeit verkehrt rum, das ist halt auch nicht verkehrt. Ja, möchte ich trotzdem noch mal kurz hier auf die Schnelle den Treibstofftank dorthin positionieren, wo er hin soll. Nämlich ans zentrale Lager in dem Fall. Sprich da vorne. Dafür bräuchte ich aber erstmal wieder Dinger. Seile, da haben wir ja Gott sei Dank genug da. So. Und dann am besten noch irgendwie einen halbwegs geplanten Ort dafür. So. Obwohl immer Highways und geplant bei mir so eine Sache ist, aber das wisst ihr ja. Also ich habe hier schon mal ein Seil. Ist ja schon mal das zweite. Dann das dritte. Und da hinten ist es vierte. Sehr gut. So. Sehr gut. Einmal drehen und dann haben wir ja das Kraftstofffass rein. Ich glaube, wir verbrauchen ja momentan eh nichts. Ich habe alles abgeschalten, oder? Ja, doch, ich habe alles abgeschalten. Da passiert so gut wie gar nichts. Ähnlich, wo wir jetzt hier ein bisschen Kraftstoff verbrauchen, ist halt am Bagger. So, jetzt müssen wir irgendwie mal zusehen, dass wir das Ding ohne, es wäre mir nämlich ganz lieb, dass hier irgendwas reißt, transportiert bekommen. Da wäre ich jeden sehr verbunden, wenn wir das schaffen würden. Ich meine, ihr könnt da wenig dafür, wenn da jetzt was reißt. Ich sag's halt einfach mal trotzdem. So. Schauen wir mal, jetzt habe ich hier auch so gut wie die Mitte getroffen. Ganz viel Spaß mal aus. Kennen die leider auch. Also ich sollte mal kurz an wieder bei F10 das Menü einschalten, sonst wird das alles hier immer ein bisschen komplizierter. So. Das kann ja was werden. Okay, wunderbar. Funktioniert gerade schon mal besser, als ich es dachte.
Warum das hier so rumspackt, keine Ahnung. Jetzt geht's, gut. Okay. Dann einmal hoch mit den Teil. Aber ich sehe gerade, er hat auch so gut wie keinen Treibstoff mehr. Jetzt kommt es nämlich eigentlich drauf an, ich glaube, das Fass an sich selber, also wo du tankst, ist da hinten dran. Das heißt, wir stellen den jetzt nicht so hin, sondern genau andersrum. Dass er mit dem, dass die Leiter jetzt Richtung Claim guckt und halt der Rest nach vorne. So. Weil die, da der Zapfhahn dort sein wird. Ich mir da jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher bin, aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus. So. Na. Ist alles ein bisschen wackelig, habe ich so das Gefühl. Ah, hier ist der Zapfhahn, okay. Schauen wir mal, kommen wir da überall hin, wo wir hinkommen wollen? Ja, bis hierhin ist es Maximum. Aber es sollte reichen. Sollte passen. Also. Spackt denn der jetzt hier so rum? Jo! Genau das wollte ich. Naja, gut, so können wir es eigentlich auch machen. Ist eigentlich relativ leichter, sogar besser so. Jedenfalls fürs Erste. So, wollen wir den ganzen Spaß mal hier kaufen? Kraftstoff wird um Mitternacht dann angeliefert. Gucken wir mal jetzt hier hin. Das geht sich schon aus, würde ich sagen. Sollte genug Platz da sein. Das passt schon. Gut. Dann haben wir den Treibstofftank auch installiert. Dann gucken wir uns jetzt mal. Was haben wir denn hier eigentlich noch rumliegen? Kümmern wir uns dementsprechend jetzt mal um das, ja, um die zwei neuen Anlagen hier. Aha, okay. Geht ein bisschen arg weit hier noch. Die Verteilerdose, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das sein soll, aber okay. Gut, denn wir brauchen jetzt Starkstrom. Und dadurch, dass wir ja jetzt hier wie soll man sagen, schon mal gut vernetzt sind, ja, nutzen wir das dann natürlich auch gleich mal. Machen also erst gar keinen Schabernack, sondern nutzen halt die vorhandenen Anschlüsse, stecken das halt alles um und wenn wir es dann halt wieder anders brauchen, stecken wir es dann halt wieder anders um und etc. pp. Ne? Ist ja nur weniger das Problem.
Okay, was jetzt natürlich schon mal schön vom Vorteil wäre, ist, wenn es hier in der Nähe, also wenn wir jetzt hier noch freie hätten, aber wir stecken das jetzt einfach mal alles um hier, weil was kostet die Welt? Wir werden das später schon nach und alles wieder zusammenkriegen. So, das ist das eine. Und dann müssen wir hier einmal außen rum nach dort. Das heißt, wir bräuchten mindestens noch eine Verlängerung und noch so ein allgemeines Kabel. So. Das jetzt abgesteckt von hier. Naja, warte mal, aber ich will das mal global, also nicht global, sondern ja, so ein bisschen zentral halten. So, zack. Das ist also das Problem, obwohl hier von der Seite aus. Ist jetzt relativ schnell. Wo haben wir denn das? Hier? Hier? Da? Ah, das ist das lange Ding, Dual-Midland. Ich dachte, da wäre noch ein. Z Ach, das geht sogar noch bis darüber. Ich dachte, da wäre noch ein Stecker dran. Na gut. Dann das dahin. Dann hätte ich gern einmal eine Verlängerungsdose. Die geht dorthin. Ne, sowas mag ich gar nicht. So. Ja, gut. Dann schieben wir das mal einfach hier kurzerhand außen rum. Wäre das schon mal Occasion. Und jetzt müssen wir uns ja noch dementsprechend um die Wasseranschlüsse kümmern. Das ist alles großer Schlauch. Wir brauchen im Endeffekt einen kleinen. Deswegen setze ich das mal hier hin. Wir nutzen jetzt einfach mal zentral diese Wasserpumpe. Setzen die am besten. Ja, wieder, ich weiß nicht, wie weit der Schlauch halt. Gucken wir mal kurz, wie weit der Schlauch geht. Weil jetzt nicht immer den ganzen Dingern hin und her rempeln muss, sondern einfach so hier durchgeht. Geht er bis dahin, okay. Also gerade. So. Achso. So. In. Und jetzt, achso, diese ganzen kleinen Dinger haben wir natürlich jetzt alle wieder nach unten, aber ich glaube, ich habe ja hier noch eine dünne Wasserschläuche mit da. Ne, natürlich nicht, ne? Ich habe alles en masse da, nur das nicht. Aber die müssten ja hier unten en masse sein. Ah, da haben wir sogar den Verteiler, sehr gut. Aber den Verteiler brauchen wir in dem Fall eigentlich gar nicht. Weil. Wir haben ja eine Wasserpumpe. Und da passen ja dementsprechend Zwischläuche dran. Deswegen.
Okay. Gar nicht so schlecht geschätzt hier, aber ich habe so das Gefühl, dadurch, dass wir hier doppelte Schläuche brauchen, haben wir genau zwei zu wenig? Das kann nicht sein, dass ich hier in der zweiten eine Wasserschläuche habe, oder? Na, wie habe ich das vorher gemacht in der anderen Claim? Ich muss ja eigentlich noch mehr haben. So, der geht hier dran. Sehr gut. Haben wir da schon mal die optimale Verbindung? Ja, aber nun gut. Ja, nun haben wir wieder das Problem der Probleme. Dünnes Zeug hier ohne Ende da. Gerade was Strom angeht, aber wassertechnisch sieht's dann halt mal. Ach ne, hier. Oh, einer. Da wird es, denke ich mal, an einen hängen. Weil drei Maschinen, das, das und das. Ich glaube, drei Stück hatte ich, in der Tat. Drei Stück müsste ich gehabt haben. Das ist natürlich wieder Premium. Ich meine, Verlängerung dran und fertig. Aber dafür bräuchte man halt noch einen. Wenn nicht, muss ich zwei Pumpen betreiben. Oh, weil ich dann die eine Pumpe näher heranstellen kann. Ist zwar wieder ineffizient. Hoch 3. Aber wie das so aussieht, wird das leider Gottes werden. Dann müssen wir trotz allem zwei Wasserpumpen betreiben. Weil uns ein blöder Schlauch fehlt. Ich dachte, ich hätte alles 30.000 mal da. War falsch gedacht. Das war sehr falsch gedacht. Ich meine, es ist so schön, dass wir jetzt hier mittlerweile verkaufen können. So eine Amazon-Möglichkeit, als wir gerade einmal Wasserschlauch bitte zum Claim senden. Wäre auch eine nette Sache gewesen. Ich checke jetzt zwar nochmal hier drüben alles sicherheitshalber ab. Ich habe hier auch so massiv viele Wasserpumpen. Ich kann es mir halt beinahe nicht vorstellen. Das war halt alles nur für die dicken Schläuche gedacht. Ich kann mich halt selber nicht mehr daran erinnern. Na, ist schon schlimm. Ne, Strom und Dicke. Ne. Da müssen wir so machen, wie es angedacht ist. Naja, gut, aber Freunde, wir sind erstmal für den Part hier wieder fertig. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumle da lassen nicht vergesse. Und bis dann, oder renne. Tschüss.